Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond. Im letzten Part gab es drei Kämpfe gegen sehr, sehr starke Trainer. Und zwar einmal gegen den Chef, gegen den König, den Herrscher von Route 12, wie auch immer. Und dann auch noch gegen Maho und gegen Tracy und auch noch gegen die Zwillingsschwestern da. Aber dennoch auf jeden Fall drei sehr, sehr interessante Trainer, die auch alle gar nicht mal so schlecht waren. Und heute ist das Weitere mit ein paar weiteren Random-Trainern einfach so, die vielleicht etwas leichter werden. Mal gucken. Zum Beispiel diese Schwimmerin hier. Komm doch mal her, lass uns ein bisschen Spaß mit unseren Pokémon haben. Okay. So, sie hat bestimmt Wasser-Pokémon. Ich habe nämlich schon im Vorfeld Akub nach vorne gepackt, weil ich mir dachte, dass es ganz klug wäre hier an dem Strand, den ich erstmal machen will. Die Schwimmerin Eltier fordert mich heraus. Und zwar mit ihrem Marmolida. Okay. Hallöchen. So, ja, du hast aber, glaube ich, schon auch ein bisschen was drauf, aber dennoch, ich mit Elektro habe, glaube ich, schon ganz gute Chancen gegen dich. Level 30 hast du sogar. Ja, nicht schlecht. Ich darf dich nicht unterschätzen. Und da ich dich nicht unterschätzen will, hau ich am besten einmal richtig ordentlich rein mit der Gigavolt Funkensalve. So ein cooler Name. So, Schutzschild? Ernsthaft? Okay, aber die Zerrkraft wirkt trotzdem noch. Stimmt's? Genau. Das ist nämlich das Interessante. Wenn ein Gegner Schutzschild wirkt, dann ist es ja eigentlich so, dass dann jegliche Attacke einfach keinen Schaden macht, aber dafür kann man eben Schutzschild nicht unendlich oft einsetzen. Irgendwann wird es nicht mehr treffen. Oder halt nicht mehr wirken. Aber bei Zerrattacken kann man trotzdem die noch einsetzen, aber die macht jetzt nur noch, ich glaube, irgendwie 25% des normalen Schadens oder irgendwie sowas ist es, glaube ich. Aber die coole Animation dürfen wir dennoch sehen. Bam! Ja, können wir sehen, das hat jetzt wirklich ziemlich wenig Schaden gemacht. Nicht abwehren oder leidet Schaden. Genau. Aber es war eben deutlich weniger als normalerweise. Gut. Mach ich am besten gleich nochmal einen Funkensprung. Dürfte eigentlich schon das Beste sein. Nochmal, wow, du machst einfach nur Schutzschild. Immer okay. Ja, auch eine interessante Taktik, aber damit kommst du nicht weit. Das kann ich dir schon mal versprechen. Volltreffer sogar. Cool. Und paralysiert auch. Jetzt bin ich auch noch schneller. Deswegen, jetzt hast du keine Chance mehr. So, Funkensprung. Und du bist besiegt. Nochmal Schutzschild. Was zum Teufel? Okay. Trifft sogar diesmal. Durch die Paralyse durchgekommen. Und es hat auch nochmal gewirkt, obwohl schon das dritte Mal in Folge war. Was zum Teufel? Kannst du mal aufhören, ein bisschen zu nerven eigentlich? Ja, es rechnet. Nochmal Schutzschild fehlgeschlagen. Ja, viermal hintereinander Schutzschild. Das ist, glaube ich, keine ganz so smarte Idee von dir. Aber gut. Hat Marmolida irgendeine andere Attacke drauf, also Schutzschild? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht genau. Und knapp 1000 Erfahrungspunkte. Ach man, sei doch nicht zu grob. So ist der ganze Spaß gleich wieder vorbei. Ja, sorry. Was soll ich denn machen? Aber du hast auch mir nicht wirklich viel Gegenwehr entgegengebracht mit deinem Schutzschild-Only. Das ist keine gute Taktik, möchte ich dir mal kurz anmerken. Hier an der Küste von Ula Ula werden durch die Gezeiten viele Items angeschwemmt. Die Vorstellung, das sei das Werk der Pokémon, finde ich aber viel spannender. Genau, wir sollen hier uns unbedingt mit Bisbark umsehen, wurde uns schon nahegelegt. Du bist auch ein Trainer. Hallo. Am besten auch damit, Akub. Willkommen an unserem geheimen Strand. Wie wäre es mit einem Kampf zum Kennenlernen? Aber gerne doch, für Kämpfe bin ich immer zu haben. So, du bist der Felix. Hallo Felix, okay. Auch wieder ein schöner und normaler Name, wie ich finde. Es gibt halt immer ein paar Namen zwischendrin, die ich halt noch nicht so häufig oder sogar wirklich noch nie gehört habe. Aber Felix ist ja wirklich, vor allem im deutschen Sprachraum, ein sehr, sehr gängiger Name. So, Welser hat er. Ja, ne, da hole ich am besten auch einfach mal einen Funkensprung dann raus. Ich hebe mal, der hat ja zwei Pokémon, deswegen hebe ich mal meine Zerrkraft noch auf, für das zweite dann eventuell, und mache deswegen mal einfach einen normalen Funkensprung. So. Intensität 7. Okay. Ja, ist aber gar nicht mal so schlimm. Geht in Ordnung. Achso, du bist Boden. Echt jetzt? Das habe ich jetzt. Ja, ich habe mich schon gewundert, dass der eine Bodenattacke einsetzt. Der ist Boden. Das ist ja doof. Habe ich jetzt nicht erwartet, muss ich zugeben. Ich dachte, der wäre einfach nur Wasser. Das kann ich jetzt nicht wissen. Ich meine, das Ding fliegt sogar so. Also, was ist Fliegen? Also, ne? Es ist ja eh komisch, weil hier eh kein Wasser ist, das es umgibt, aber egal. Ich dachte auf jeden Fall nicht, dass es Boden wäre. Was mit Käfer? Käfer ist gegen Wasser neutral und gegen Boden auch neutral. Da mache ich einfach mal die Kreuzschere, weil das ist immerhin neutral. Naschschweif, okay. Das geht aber, glaube ich, in Ordnung. Ja, ach, kommt mit ein bisschen Schaden, aber es passt noch alles. Ne, es macht ja auch gar nichts, okay. Ja, Welser ist gar nicht mal so schlecht dann. Ich muss gleich wechseln. Aber ich will dich wenigstens noch kurz paralysieren, bevor ich dann gleich rausgehe. Okay, abgewehrt. Sehr schön, trifft nicht immer. Achso, ah, stimmt. Ich bin ja ein bisschen. Achso, ich kann das nicht. Echt? Warte mal, kann man Boden-Pokémon nicht paralysieren? Das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Okay, ich dachte, man könnte nur Elektro-Pokémon nicht paralysieren. Ich meine, das macht schon Sinn, weil ja die Elektro-Attacken auch keine Wirkung haben auf Boden-Pokémon, ja. Aber ich dachte, paralysieren könnte man sie dennoch. Aber kann man nicht. Interessant. Wieder was gelernt. Ja, ich mach ziemlich viel Blödsinn, ich weiß. ich bleib mal noch mit Akub drin, bis ich nochmal eine Attacke abkriege. Weil eine Attacke, also einen Naschweif halte ich noch aus. Und auch eine Intensität, wenn es nicht gerade Intensität 10 ist. Deswegen, ich bleib mal noch drin. Und warte mal noch ab. Ja, das werde ich aber auch noch überleben, ne? Ich glaube schon. Ja, okay, das ist nicht so schlimm.
gut. Und ich kann auch ein bisschen Schaden machen mit der Kreuzschere. So, jetzt muss ich aber wechseln. Oder ich nehme mal einen Trank. Jetzt kann ich sogar, das ist eigentlich sogar fast besser. Wenn ich jetzt einen Trank benutze, kriege ich halt zwei Attacken hintereinander ab. Einmal jetzt dann gleich und dann danach halt nochmal, weil es eben schneller ist. Also ich habe das eigentlich sogar besser. Nicht, wenn ich einen Trank benutze, das ist eigentlich jetzt günstiger fast, als da jetzt zu wechseln irgendwie. Ich könnte zwar auf jemanden wechseln, der vielleicht geschickter wäre jetzt im Kampf gegen Velsa, aber ich bleibe mit Akku drin, das passt schon. Ich will, dass er das alleine macht. Das kann ich auch wirklich locker schaffen, weil das Velsa hält zwar schon einiges aus in der Defensive, aber es kann mir jetzt auch nicht wirklich viel Schaden machen mit seinen Attacken, deswegen das ist in Ordnung. So, noch eine Kreuzschere und dann bist du aber auch schon besiegt. Intensität 4 diesmal nur, das dürfte relativ wenig Schaden machen, das geht klar. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Dann Kreuzschere und weg mit dir. Sehr gut. So, aber das Velsa hatte schon ganz schön drauf, muss ich zugeben. Gibt deswegen auch einige Erfahrungspunkte sogar. Dildim, Level 32. Sehr gut. So, und jetzt kommt ein Sankabu. Guck mal, okay. Wollen wir ein Mirror-Match machen? Eigentlich weniger. Weil Geist ist gegen Geist sehr effektiv und vielleicht hat er eine Geistattacke, ich habe aber keine, deswegen will ich eigentlich weniger machen. Dann nehme ich da jetzt eher Marikek und hau einfach mit Wasserattacken schön drauf. So. Das ist übrigens quick, interessant, finde ich, dass mir jetzt nicht angezeigt wird, was für Attacken hier sehr effektiv sind, weil ansonsten... Achso, ach doch, wird schon. Okay, aber gerade eben wurde es mir noch nicht angezeigt, oder was bin ich jetzt? Gerade eben wurde es mir noch nicht angezeigt. Ach, keine Ahnung. Kraftreserve ist übrigens auch sehr effektiv, weil Eis gegen Boden sehr effektiv ist. Okay, alles klar. Ich mache einfach Siedewasser, da dürfte sogar eines ausreichen, schätze ich mal. Ich hätte auch Zerkraft machen können, aber es passt schon. Ich denke, es reicht eh aus, würde ich mal schätzen. Genau, sehr gut. Okay. Denn mein Sankabu hat ja auch keine so guten Defensivwerte. Durch den Evolid bekommt es halt viel bessere. Aber so gut sind die jetzt auch nicht einfach unbedingt. Deswegen ein Siedewasser reicht aus. Und Level 32 für Marikek. Man entwickelt sich eigentlich Marikek zu Primarine. Das dürfte auch gar nicht mehr so lange dauern vielleicht, oder? Gut, wirklich gut. Hier davon kannst du dir was Schönes kaufen. Ist nicht immer so im 30er-Bereich oder so, dass sich dann die Pokémon, die Starter-Pokémon, dass die da ihre zweite Entwicklung dann machen? Auf die dritte Stufe? Glaub schon, ne? Denk mir nicht zu lange darüber nach, wo ich mein Geld aufbewahre. Ähnliches gilt für die Frage, warum hier täglich neue Items angespielt werden. Sowieso dürfen sich jetzt dann, glaube ich, relativ bald sogar meine Pokémon mal, ein paar von denen entwickeln zumindest, weil... hier Marikek bestimmt irgendwann mal bald, und Molunk glaube ich auch. Und Sankabu habe ich auch keine Ahnung, wann sich der entwickelt. Vielleicht auch relativ bald sogar, weiß ich nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall schon durch euch, durch eure Kommentare, dass, also Keugel entwickelt sich gar nicht, hat keine Entwicklungsstufen, hat einfach die verschiedenen Formen. Aber Krabox und Akub entwickeln sich erst sehr spät im Spiel, weil die entwickeln sich nämlich beide nur an einem bestimmten Ort. Also ich muss an einem bestimmten Ort hingehen mit Akub und Krabox und dann dort ein Level abkriegen und dann entwickeln die sich erst. Und das Problem ist aber, dass diese beiden Orte für Akub und für Krabox erst ziemlich am Ende vom Spiel vorkommen. Der von Krabox, glaube ich, sogar nochmal später als der von Akub. Und deswegen könnte es dann noch ein bisschen dauern, leider. Aber müssen wir durch, dann muss ich halt auch noch ein bisschen warten, aber ist schon in Ordnung. So, mach ich jemand anderen nach vorne. Mach mal dann einfach Keugel nach vorne, weil Keugel immer ganz gut ist, finde ich. So, gibt es hier noch weitere Trainerkämpfe? Ja, der Polizist will... Ne, will nicht kämpfen, okay. Streicheln erlaubt, Fangen verboten. Sämtliche Fleckmon hier am Strand unterstehen dem Schutz der Behörden der Alola-Region. Okay. Fleck. Mon. Wenn ich jetzt wirklich die alle ansprechen. Fleck. Fleck. Mon. Mon. Mon, Mon. Okay, der ist ein bisschen aggressiv, ganz ruhig. So, wen haben wir denn hier? Krabox vielleicht? Nee, erstmal eine Yonago-Beere. Und dann noch eine Will... Was war denn? Willbier-Beere? Die kann man gar nicht aussprechen. Und dann noch eine Willbier-Beere. Okay, was können denn die? Ich glaube, das sind neu, oder? Ich habe vor allem Willbier-Beere habe ich noch nie gehört zuvor. Wir schauen mal. Genau, die andere war nicht neu, aber die sind neu. Gibst du die Beere einem Pokémon zum Tragen, taut diese es auf, wenn es eingefroren wird. Okay, ja, aber Einfrieren passiert so selten. Das dürfte der seltenste Statuseffekt sein. So von allen, die Skip, Verwirrung, Paralyse, vergiftet, eingeschläfert, alles mögliche. Da dürfte, glaube ich, das wirklich am seltensten passieren, dass man eingefroren wird. Oder eingefroren wird wohl eher. Deswegen, das bringt es nicht so viel, finde ich. So, ich soll mich ja hier noch unbedingt umgucken nach unsichtbaren Items, deswegen mache ich das noch schnell. Hier ist zum Beispiel eine Perle. Ist hier rechts bei dem Fleckmann noch mehr? Ja, ist sogar, tatsächlich. Halt, 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 hier. Okay, eine Riesenperle noch. Ja, kann ich dann einiges an Geld scheffeln. Durch die ganzen Perlen, die wir hier bestimmt noch finden werden. Sollen wir wieder hier ein bisschen mehr mittig umgucken, ob ich hier noch was finden kann? Ja, hier ist was. Bei der Trainerin in der Nähe, wie es scheint. Hier.
Eine weitere Perle, okay. Ins Wasser werde ich dann auch gleich gehen, weil da eventuell auch noch weitere Trainer sind, die ich dann noch bekämpfen will. Und dann noch hier bei dem Felsen. Nee. Wo ist das jetzt? Hier. Okay. Eine weitere Riesenperle. Ja, ganz viele Perlen. Ist hier links noch was? Nein, das waren, glaube ich, alle jetzt. Oder? Das waren, glaube ich, alle. Ja, okay. Dann gehen wir noch kurz hier ins Wasser rein. Ja, möchte ich. Und reiten wieder auf unserem Lapras. Yay! Oh, Lapras ist so cool. So, sind ja noch Trainer, bestimmt, oder? Die machen ja nicht umsonst hier noch so ein Wasserding hin. Die packen doch hier bestimmt noch Trainer rein, oder? Oder nicht? Okay, erstmal, ich habe keine gesehen. Erstmal ein Kampf gegen ein wildes Pokémon ist auch in Ordnung. Ein Finneon, okay. Haben wir auch schon häufiger gesehen. Deswegen flieh vielleicht sogar dann gleich, oder? Ich weiß nicht genau. Gefangen habe ich auch noch keins. Okay. Dann möchte ich vielleicht mal versuchen zu fangen. Hältst du einen Windschnitt aus, ist die Frage. Wenn ja, fange ich dich. Wenn nicht, dann halt nicht. Und du überlebst das offenbar. Ja, sehr schön. So, Windstoß. Das ist jetzt in Ordnung. Oh ne, ernsthaft? Okay, ist aber nicht so schlimm, weil Choreogel ist eigentlich das perfekte Pokémon, um solche Verstärkungen zu besiegen, weil ich eben Windschnitt habe und einfach beide angreifen kann. Und das rechte würde eben besiegt sein, das linke wird noch überleben und dann fange ich halt das linke. Bis halt irgendwann die mal keine. What? Man hätte jetzt so viel. War das gar ein Volltreffer? Habe ich gar nicht gelesen. Das war jetzt viel weniger. War das gar ein Volltreffer? Bin verwirrt. Keine Ahnung. Dann muss ich dich nochmal angreifen. Mit Windschnitt, ja, dass du jetzt dann gleich im roten Bereich sein wirst. Jetzt kein Volltreffer, bitte, Choreogel. Es war auch keiner, aber es war. Ach, Mann, ey. Aber trotzdem mehr Schaden. Ach, Mann, ey. Ach, okay, dann halt kein Finneon für uns. Ist eh kein neu. Oder warum ist das jetzt ein neues? Ich kann es nicht merken, ob das jetzt neu ist hier in der siebten Generation oder nicht. Ich schaue jetzt mal nicht nach. Passt schon, bin ich zu faul. Aber so oder so haben wir halt keins. Ist auch nicht jetzt so schlimm. So, angeln können wir kurz. Ja, komm schon, ich will eigentlich schon ganz gerne was bekommen. Auch wenn es kein Pokémon ist, aber zumindest irgendwas. Nee, wirklich? Okay, ein letztes Mal noch. Aha. Nee, auch nix. Okay, dann halt nicht. Schade eigentlich. So, nee, ansonsten ist hier offenbar im Wasser echt nicht viel. Nee, war jetzt gar nichts im Wasser. Na gut, dann halt nicht. Ist auch in Ordnung. So. Da haben wir jetzt, glaube ich, hier alles erkundet und können uns dann aufmachen. Zur wiederum nächsten Route. Also hier kommt jetzt wirklich Schlag auf Schlag eine Route nach der anderen. Nämlich hier ist jetzt Route 13. Gehen wir kurz runter. Route 13. Na gut. Eine Oase vor der Wüste. Okay, eine Wüste. Und hier soll ich übrigens hin. Hier ist mein Zielort. Oh. Hey Benny! Chris hat mir alles erzählt. Du hast ihm geholfen, seine neue Maschine zu testen, mit der man Herrscher-Pokémon anlocken kann. Kommt mir bekannt vor. Also haben wir beide unsere Prüfung gestanden. Klasse. Ob wir dadurch auch ein bisschen stärker geworden sind? Aber du bist ja sowieso ein echter Top-Trainer. Und deshalb schenke ich dir das hier. Oh, vielen Dank. Ein Top-Trank. Okay, für einen Top-Trainer. Vielen Dank. Oh, sprecht ruhig noch etwas lauter, damit euch auch alle auf der Insel hören können. Wow, wo kommst du denn her? Team Skull ist auf der Suche nach einem Pokémon namens Cosmog. Wisst ihr irgendwas darüber? Was? Wir verraten dir gar nichts. Ihr wisst also was. Cosmog selbst ist nicht besonders mächtig, aber es besitzt die Fähigkeit, unglaublich starke Pokémon zu rufen. Im schlimmsten Fall könnte es damit eine Katastrophe in Alola auslösen. Eine Katastrophe? Was können wir dagegen tun? Beschützt es, koste es, was es wolle. Ich weiß, ich arbeite für Team Skull, daher traut ihr mir nicht über den Weg. Aber ihr tätet gut daran, auf meinen Rat zu hören. Beschützt Cosmog um jeden Preis. Ich dachte jetzt, er würde kämpfen wollen. Obwohl ich mich schon frage, woher Team Skull überhaupt von seiner Existenz weiß. Was meinst du damit? Hey, wo bist du hin? Wir sind noch nicht fertig. Benny, was passiert mit Lily, wenn sie Cosmog finden? Ich verstehe zwar nicht so genau, was hier vor sich geht, aber wir müssen Lily und Cosmog auf jeden Fall beschützen. Und das können wir am besten, wenn wir noch stärker werden. Also auf zur nächsten Prüfung. Weißt du, ich habe mir vorgenommen, meine Inselwanderschaft abzuschließen, um eines Tages von Kaporiki als Inselkönig anerkannt zu werden. Und wenn es soweit ist, will ich dafür sorgen, dass alle bei Pokémon-Kämpfen auch Spaß haben. Los, der Titel des Champs wartet auf uns, Benny. Auf mich meinst du wohl eher und nicht auf dich? Du wirst bestimmt kein Champ, ich aber schon, hoffe ich zumindest. So, das Dorf der Kapu ist wohl was mit den Schutzpatronen zu tun hat. Ja, ach nee, heißt ja nicht umsonst so. So, können wir kurz hier mal schnell reingehen und uns da ein bisschen umgucken. Okay, hallo? Dieser Trainer muss ein wahres Scheusal sein, sein armes Pokémon so lange allein zu lassen. Das Pokémon im Gästezimmer wartet schon eine halbe Ewigkeit auf seinen Trainer. Okay.
Das gucke ich mir kurz an. Vielleicht kann ich es einfach so mitnehmen, gratis oder so. Keine Ahnung. Das hier ist vielleicht das Gästezimmer. Ja, Velosi, oh. Velosi. Oh, das arme Velosi ist ganz alleine hier. Wo ist dann der Besitzer hin? Ist Gladio geht? Ne, Gladio hat doch kein Velosi, oder? Das würde nicht zu ihm passen, finde ich. Ich weiß nicht genau, wer das gemeint ist damit. Ob wir den kennen. Kein Peil. Naja. Hallo, hier ist die Polizei auf dem Pampros. Höher, Pampros, auf geht's. Dieser Spruch gerade war das Markenzeichen eines Helden aus meiner Jugend. Ist das so? Okay, interessant. So, erstmal kurz Bismarck. Wer ist jetzt nochmal vorne? Immer noch Corrigil. Ja, ich lasse auch mal Corrigil vorne, weil nur noch er und Krabox, oder nur noch sie oder es, und Krabox haben 31, deswegen ich lasse da mal Corrigil und Krabox jetzt ein bisschen was machen, eben. Dass sie auch aufholen können zu den anderen. Ja. Soll ja immer schon alles gleich und gerecht sein für alle. So, sind hier denn irgendwo Trainer? Ich hoffe doch. Hier ist eine Oase. Du findest das Item Mondstein. Okay, schön. Ja, eine schöne Oase hier auf jeden Fall. Alles klar. Und was ist hier? Testo-Trainer, wenn du mit dem X-Knopf das Menü öffnest, siehst du eventuell eine Zahl bei dem Symbol für den Festival Plaza. Diese Zahl zeigt an, wie viele Besucher sich momentan über den lokalen Modus auf deinem Plaza aufhalten. Keine. Ich sehe nur ein Ausrufezeichen, weil da irgendwas Neues passiert ist, aber das, der Festival Plaza, der geht mir sowas von sonst wo vorbei. Sorry, aber den werde ich glaube ich echt nie mehr aufsuchen. Aber na gut. Sag mal kurz angeln, kann ich aber hier. Darf ich das auf Bismarck machen? Nee, dann gehen wir kurz runter. So. Sehr schön, jetzt habe ich ein bisschen mehr Glück und finde hier auch was. Und zwar eine weitere Riesenperle. Wow. Kann ich dann für viel, viel Moos verkaufen. So, du bist ein Trainer. Nein. Los geht's, ich habe vor, das gesamte Meer um Alola leer zu angeln. Ja, dann viel Spaß dabei. Ich helfe schon mal ein bisschen und fange schon mal hier ein bisschen an. Ja, nee, aber ich will es ganz gerne mal dreimal probieren, bis ich dann was gefunden habe. Aha, sehr schön. Und zwar ein Pokémon ist es diesmal. Und zwar ein Carpador. Oder? Ja, wow, ich hab's gewusst. Hallöchen, Carpador. Ja gut, da fliege ich jetzt am besten dann mal, weil du gibst da jetzt eh nicht viele Erfahrungspunkte. Level 17 vor allem. Ja, nee, komm, das ist ja peinlich. So. Da hauen wir am besten gleich wieder ab. Das rentiert sich nicht. So, aber irgendwie Trainer habe ich jetzt bisher noch keine gesehen auf der Route. Bist du ein Trainer? Wahrscheinlich auch nicht. Nee. Diese Oase wird nur so geschätzt, weil um sie herum die Hainerwüste erstreckt. Weil sich um sie herum die Hainerwüste erstreckt. So, sorry. Bei den Pokémon-Typen ist das ganz ähnlich. Manche Typen lernt man erst zu schätzen, wenn man selbst einem Typen Nachteil unterliegt. Das stimmt ja. Pandir? Okay. Fragt sich irgendwas, das gute Pandir. Ich gehe mal am besten kurz wieder auf Bismarck drauf. Da ist schon wieder ein Team Skull-Typ. Was zum Teufel? Warum sind die? Die sind überall jetzt mit dabei. Das ist echt wie eine Seuche, fast schon. Und hier geht's weiter. Aber irgendwie sind jetzt hier wenig Trainer auf der Route. Also wenig, damit meine ich gar keine. Ist auch keiner. Irgendwas beobachtet mich. Da bin ich mir sicher. Mir läuft das kalt den Rücken runter. Meint er Team Skull? Also den Team Skull-Typen? Beobachtet er den? Nee, der schaut eigentlich woanders hin. Kann ich hier wieder ein Foto eigentlich machen? Ich habe schon lange kein Foto mehr machen dürfen irgendwo. Keine Ahnung. Dutan. Ach, er meint vielleicht den hier, oder? Korandutan, oder wie das hieß. Kommandutan, keine Ahnung. Die Einerwüste ist ein natürliches Labyrinth. Um sie zu durchqueren, muss man sich angeblich die Steinstapel genau ansehen. Das heißt, die Zahlenfolge 2143 ist der Schlüssel zum Erfolg, was das wohl bedeutet. Oh Gott. 2143. Ja gut, dürfte ja machbar sein, hoffe ich mal. Voluminas. Okay. Und da darf ich nicht hin. Zur Einerwüste. Hi. Hallo, junger Trainer auf Inselwanderschaft. Ich bewache diese Barriere, aber du darfst noch nicht passieren. Typ Geist erst, ja, genau. Ja, ist okay. Dann gehe ich halt wieder. Warum macht man denn extra eine Route, wenn dann hier keine Trainer vorkommen und ja auch kein hohes Gras übrigens, ne? Hier ist kein hohes Gras. Kann ich in eine Oase schwimmen? Das wird ziemlich witzig. Mit Labras da so eine Runde durchreiten. Geht nicht, ne? Aber hier, genau, hier ist, das habe ich vorhin schon gesehen. Genau, hier ist noch eine Zelle, die ich mitnehmen will. So. Ja, aber arg viel ist jetzt hier auf der Route offenbar nicht. Das ist ja eigentlich schade. Aber gut, ich kann auch gucken, ob ich hier reingehen kann. Ja, hier kann ich rein und hier kann ich sogar auch rein. Ich gehe mal kurz hier noch rein. In diese Wohnwegen. Und guck, was da zu finden ist. Was willst du von mir? Du kannst hier doch nicht so einfach reinspazieren. Ich hab doch gar nichts gemacht. Geh einfach wieder. Oder willst du Ärger? Ich will Ärger. Was? Mir passt es jetzt zeitlich leider gar nicht. Und ich würde dich eh zu klein, um zu arbeiten. Deshalb schenke ich dir das. Komm wieder, wenn du richtig geübt hast. Oh Mann, ey. Das ist ein Idiot. Verhöhner kriegen wir. Okay. Ja, harte Schale, weicher Kern, nennt man das wohl. Was kann Verhöhner nochmal? Ich glaube, es ist keine so gute Attacke, so eine Status-Attacke irgendwie oder sowas. Glaube ich.
Das Ziel wird so gereizt, dass es über 3 Runden hinweg nur Angriffsattacken einsetzt. Was nochmal? Das wird so gereizt, dass es über 3 Runden hinweg nur. Achso, okay, dann darf der Gegner für 3 Runden keine statusveränderten Attacken mehr benutzen. Ja, nee, oder? Nee, brauche ich nicht. Passt schon. Sind meine anderen Attacken besser, finde ich. Irgendwo tief in der Wüste liegen die Ruinen des Gedeihens verborgen. Aber da die Winde ununterbrochen den Sand verwehen, sind sie nur schwer zu finden. Will uns Caputoro damit vielleicht sagen, dass es von uns in Ruhe gelassen werden will? Vielleicht will es das, ja. Mogel, Mogelbaum. So, hier ist nichts mehr ansonsten. Nope. Immerhin haben wir hier eine gratis TM bekommen, deswegen will ich mich nicht beschweren darüber. Und das finden wir noch hier. Mit dem Team Skull-Rüpelree schon auch gleich. Keine Sorge, hier ist eine Punkerin und eine Oma. Interessante Kombi. Team Skull ist aus einer Gruppe entstanden, die einen früheren Inselkönig als Boss hatte. Wusstest du das schon? Aber irgendwann haben die übelsten Stress mit dem Capo gekriegt und dann hat sich der ganze Laden aufgelöst. Naja, der Großteil. Die ist übrigens auch genauso am Updance. Warte mal, ist die, warte mal, gehört die jetzt zu Team Skull? Achso, ah ja, okay, ja, stimmt, genau. Das ist keine. Ich kann das nicht unterscheiden. Das ist keine Punkerin, sondern die gehört wirklich zu Team Skull. Das ist ja ein Unterschied. Das ist ja eine verschiedene Klasse. Ob jetzt Punkerin oder Team Skull-Rüpel oder Rüpelin oder so. Und die sehen genau gleich aus ungefähr, die weiblichen. Also die weiblichen Punker und die weiblichen Team Skull-Rüpel sehen nahezu gleich aus. Das kann man kaum unterscheiden, finde ich. Echt schwer. Niemand weiß, wer zum Inselkönig ernannt wird. Die Leute sind den Launen der Kapu-Pokémon ausgeliefert. Okay, dann gehen wir auch hier wieder raus. Und gucken kurz, was der zu sagen hat. Suchst du Stress oder was? Ich stehe hier voll derb Wache. Voll derb Wache steht er. Ist das so? Ja gut, das war jetzt schon alles, ne? Hier auf Route 13 war jetzt nicht sehr spektakulär. Dann gehen wir halt hier weiter. Zu. Dorf der Kapu. Ah, sind wir schon da. Okay. Und das sind Wuffels. Wuff, wuff. Oh, wie süß. Und du? Das ist also das Dorf der Kapu. Hier erschienen einst die Kapu, um Mount Lanakila zu beschützen. Jenen Berg, der Sonne und Mond so nahe ist. Heute erinnert nur noch der Name dieses Orts an jenes denkwürdige Ereignis. Soll ich mir auch hier wieder kurz gucken, ob ich hier was finden kann? Das sieht aus, als wäre hier mal ein Haus gestanden oder sowas. Keine Ahnung. Und da ist Tali wieder. Ja, ich gehe mal zu ihm. Hallo. Puh, hey Benny. Das Aetherhaus, in dem sich der Captain aufhält, muss ganz in der Nähe sein. Oh, Bauarbeiter, wie der Professor gesagt hat. Auf dem Mount Lanakila entsteht wirklich eine Pokémon-Liga. Der Professor hat mir erzählt, dass man in den Pokémon-Ligen der anderen Regionen gegen 4 superstarke Trainer, die sogenannten Top 4, antreten muss. Genau. Ein Kampf zwischen den Top 4 und den Inselkönigen, ja, doch Königen bzw. Inselköniginnen, das wäre doch spannend. Wer wohl gewinnen würde? Hä, das war's jetzt? Okay. Ein Kampf zwischen den Topf. Ja, gut. Ja, schön. Na gut. Wo soll ich denn jetzt hin? Hier nach oben? Kann ich noch gar nicht, oder? Alola, dank Pokémobil lassen sich die Baumaterialien ganz bequem durch die Gegend transportieren. Alola, wir stampfen hier eine absolute Spitzenliga aus dem Boden. Also sollten alle hart trainieren, um auch absolute Spitzentrainer zu werden. Okay. Oh, hallo. Die Pokémon-Liga von Alola befindet sich derzeit noch im Aufbau. Okay, und wahrscheinlich wird sie genau dann fertig, wenn ich meine Inselmannschaft beendet habe. Ich sehe es doch schon kommen. Ja gut, es gibt hier viel Zeug. Ist jetzt eine Route hier oder nicht? Irgendwie ja nicht, ne? Naja, das wollte ich nicht. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier ist Route 14. Sieht auch interessant aus. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wir gehen erstmal ins Pokémon Center. Das kann nicht verkehrt sein. Würde ich sagen. Dann habe ich auch hier wieder einen neuen Punkt, wo ich dann mit Glurak hinfliegen kann, was ganz schön ist. Attacken wie Absorber oder Megasauger rauben dem Gegner KP. Ich frage mich, ob KP je nach Pokémon anders schmecken. Das ist natürlich die große Preisfrage. Keine Ahnung. Sag mal, hast du zufällig einen Alpollo dabei? Wenn ja, würdest du es dann vielleicht gegen meinen Georock tauschen? Ich habe da ein Gerücht über die zwei gehört und würde der Sache gerne auf den Grund gehen. Ein Gerücht? Entwickeln die sich vielleicht nur durch Tausch? Ist das so? Weiß ich jetzt nicht. Kann aber sein. Ich hab's aber nicht. Du weißt, wo du mich findest, wenn es du dir anders überlegst. Ja, werde ich aber, glaube ich, nicht. Also mal kurz heilen, aber das kann auf jeden Fall sein, dass sich die beiden eben nur entwickeln, wenn man sie halt tauscht oder so. Da gibt es ja einige, die sich eben dann durch Tausch eben speziell entwickeln. Und vielleicht zählen die beiden dazu. Ich kann es mal kurz nachgucken. Genau, ist so, ja. Also bei Apollo habe ich gerade geschaut, Apollo entwickelt sich durch Tausch dann eben zu einem Gengar. Und zwar auch nur durch Tausch, durch nichts anderes. Und ich denke mal, beim Georock ist es dann genauso. Das entwickelt sich dann, glaube ich, zu einem Geowatz, glaube ich mal, oder so. Der Wissenschaftler Akromos ist sehr stolz auf seinen aufsetzbaren Computer. Wegen seiner ausgeklügelten Wasserkühlung soll er einfach und praktisch in der Benutzung sein. In Alola gibt es erstaunlich viele Professoren, die Pokémon erforschen, nicht wahr? Professoren fühlen sich wohl allgemein von dem schönen Wetter hier in Alola angezogen. Warst du schon im Pokémon-Resort? Je mehr Pokémon sich dort aufhalten, desto mehr Pokémon findest du. Ja, das ist mir jetzt egal. Hier gibt es nur einen jetzt. Okay.
Das ist also keine TMs für mich, oder? Und auch nichts anderes. Ne, nur den Standardkram. Brauche ich nicht. Okay. Nein. Gut. Dann gehen wir halt wieder. Und guck mal, wo ich jetzt am besten hingehen sollte. Ich weiß nämlich nicht, ich kann noch mit euch kurz sprechen. Hier noch kurz die Zigarrezelle mitnehmen. Hier ist ein Pfeil übrigens, oder ein Schild. Was steht da? Willkommen im Schnäppchenparadies. Kleine Preise, große Gemütlichkeit. Aber ich darf noch nicht durch, oder wie? Keine Ahnung. Viele Leute sagen, Capotora sei schuld daran, dass der Laden dicht machen musste. Oh, jezornig nennen sie unseren Schutzpatronen. Aber wenn du mich fragst, sind wir Menschen selbst daran schuld. Wer kam auf die blöde Idee, einen Supermarkt auf dem heiligen Boden Capotoros zu bauen? Ja, das stimmt schon. Sind sie ein bisschen selber schuld. Der verlassene Laden? Du solltest dir zweimal überlegen, ob du da reingehen willst. Dort wimmelt es nämlich vor Geister-Pokémon. Und ehe man sich's versieht, lassen sie einen nicht mehr gehen. Okay, kann ich hier irgendwie durchpreschen? Mit Tauros? Ah, nein, okay. Hätte ja klappen können. Dann lassen wir es halt. Wo komme ich denn hier hin? Oder, warte mal, was steht denn auf dem Schild eigentlich? Testo-Trainer, auf der Wohlfühlinsel im Pokémon-Resort lassen sich Mama wilde Pokémon nieder. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und hier bin ich jetzt immer noch im Dorf der Kapu. Aber hier ist hohes Gras. Interessant. Und du? Wenn man seine Schätze in der Blase von Aranestro verstauen könnte, wären sie doch bestimmt sicherer als in jedem Tresor. Weiß ich nicht. Aber die dann da wieder rauszuholen, könnte auch eklig werden. Deswegen will ich das eher sein lassen, glaube ich. Wo komme ich jetzt hier hin? Ich will kurz gucken, was das für ein Ort ist. Ah, da soll ich hin. Da ist meine Zielflagge. Das ist Route 15, der Wasserweg. Okay. Ja, irgendwie, also jetzt ist es echt so, dass die Routen jetzt richtig schön rausgeballert werden hintereinander. Aber gut, ich will erstmal hier gucken, was ich hier im Dorf der Kapu für wilde Pokémon finden kann. Nämlich ein Trommelwirbel. Ein Sandan. Ah, guck mal. Und du bist auch Alola-mäßig, weil du siehst eigentlich anders aus. Und es fängt an zu regnen. Okay, ja, es regnet auch hier auf der Route. Okay, alles klar. Was ist ein Sandan eigentlich? Boden oder Gestein oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ja, Gestein wäre natürlich schlecht wegen Choreogel jetzt. Ich bleib mal trotzdem drin und mach einfach mal Windschnitt. Und wir gucken mal. So. Und das ist nicht sehr effektiv sogar. Okay, aber trotzdem sehr viel Schaden gemacht. Warum ist es nicht sehr effektiv? Gegen was ist Flug nicht sehr effektiv? Gegen Elektro, Gestein und Stahl. Dann bist du wahrscheinlich eben Gestein. Aber andererseits kriegen ja die Alola-Formen eigentlich immer, also haben sie bisher zumindest immer noch einen Zweityp bekommen, einen komischen. Würde mich interessieren, was dein Zweityp ist. Deswegen, ich würde dich gerne fangen. Eigentlich dürftest du ja nochmal in Windschnitt überleben, ne? Weil du, das ist ja weniger als die Hälfte, was ich dann... Ich probiere es mal. Hoffentlich wird es funktionieren. Und du wirst nicht sterben. Ach komm! Warum... Das ist doch doof. Mann, ey, das ärgert mich. Ich kann es aber zumindest mal nachgucken. Okay, das ist sehr interessant. Ich muss mal gerade erst kurz durchlesen. Also, standardmäßig ist Sandan in den ersten 6 Generationen halt Boden. Aber die Alola-Form hat als Typen Eis und Stahl. Also Boden gar nicht mehr, sondern Eis und Stahl. Und deswegen war es nämlich auch nicht sehr effektiv, weil Flug nämlich gegen Stahl nicht sehr effektiv ist. Das ist ja sehr interessant. Okay, deshalb ist er auch noch nie gesehen, ne? Glaube ich, bei einer Alola-Form. Bei den anderen Alola-Formen war es so, dass wenigstens einer von den Typen halt erhalten wurde und halt ein neuer, ganz interessante finden wir hier, Schnäppke, ein Eis-Pokémon bist du, glaube ich, dass zumindest einer erhalten blieb und dafür halt dann noch ein neuer hinzukam oder so. Aber hier verliert es seinen Standardtypen, nämlich Boden, wirklich komplett in der Alola-Form. Das ist sehr interessant. So, Schnäppke ist, glaube ich, eben Eis. Was gar nicht mal so toll ist, dass ich hier mit Choreogel drin bin, weil die mich mit Eisattacken effektiv treffen können. Aber Flug ist gegen Eis neutral. Stimmt's? Ja, ich bleib deswegen mal drin und mach mal Windschnitt einfach wieder. So. Und du überlebst. Sehr schön. Eiszahn. Ah, das wird wehtun. Das wird sehr wehtun sogar. Ah, nee, das geht ja voll klar. Okay, ich habe da viel mehr erwartet. Viel mehr Schaden, aber ist in Ordnung. So, dann benutzen wir gegen dich einen Superball einfach. Oder normal. Ich nehme sogar mal einen normalen Pokéball, weil du bist ja im roten Bereich. Und das reicht schon aus, ne? Ja, ja, das reicht aus. Yay, sehr schön. Okay. Noch ein Schnäppchen gefangen. Das ist auch kein neues. Das gibt es schon seit der, weiß ich nicht, 5. Generation oder sowas. Würde ich jetzt mal einfach so tippen. Kann auch falsch sein, ich habe keinen Peil. Aber auf jeden Fall nicht erst seit der 7. Bin ich mir ziemlich sicher. Hat noch 3 Entwicklungen. Zu was würden das eigentlich? Das würde mich auch interessieren. Ich kann mal wieder kurz nachgucken, während wir uns den Pokédex-Eintrag gleich dann durchlesen werden. So. Und zwar,
Schnäppchen kann nur in besonders kalten Gebieten leben. Selbst bei minus 100 Grad Celsius hopst es munter umher. Okay, sehr interessant. Na gut. Ja, ist übrigens auch nur Eis und ich möchte dir keinen Spitznamen geben, nein, und einen PC packen. Ah, genau, okay, genau, du bist dieses Ding. Du hast zwei verschiedene Entwicklungsformen, Mega-Entwicklung sogar auch noch, aber du kannst auf jeden Fall dann zu Firnontor werden oder zu Frostige, genau. Und dich gibt es seit der, nee, seit der dritten sogar schon, echt? Okay, ich dachte erst seit der fünften oder so, oder sowas, aber nee, schon seit der dritten. Interessant. Okay. So, einen weiteren wilden Pokémon-Kampf mache ich noch, würde ich sagen. Und zwar gegen. Diesmal einen Sandlern wieder. Okay, alles klar. Bin ich eigentlich mit Koigil echt nicht gut dabei, ich weiß. Aber ich will eigentlich dich eh weniger besiegen, sondern mehr fangen. Und deswegen. Ich benutze mal am Anfang einfach einen Flopball wieder. Würde ich sagen, was habe ich eigentlich hier. Was können die Bälle eigentlich alle? Pokémon zu fangen, die sich durch einen Mondstein entwickeln können. Aha, Freundesball. Schwerball. Ja, du bist jetzt nicht arg fett. Levelball. Je niedriger ihr Level im Vergleich zu deinem ist. Ne, das ist jetzt nicht wirklich der Fall. Was macht der nochmal? Flinke Pokémon zu fangen, das ist mit hoher Initiative. Ja, das kann ich mir mal merken. Das Pokémon mit hoher Initiative ich dann damit fangen sollte, aber Sandern dürfte jetzt nicht arg schnell sein, glaube ich. Gut, ich nehme auf jeden Fall dann einfach halt einen Flopball am Anfang. Erstmal. Und hoffe, dass ich dich sofort fangen kann. Wäre ganz schön. Yay, sehr schön. Klasse, Sandern wurde gefangen. Yay, genauer gesagt, Alola Sandan. Wirklich sehr, sehr interessant mit Eis und Stahl. Das ist wirklich auch eine coole Typkombination, finde ich. Also ist echt schön. Okay. Obwohl natürlich Eis und Stahl schon Nachteile hat, weil. Ja gut, Eisstahl ist eigentlich. Also es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Typkombination, aber es ist eigentlich keine gute, muss man zugeben, denn ich habe gerade gesehen, dass er dann zwei Vierfachschwächen hat. Nämlich einmal Feuer und Kampf. Und das ist natürlich nicht so toll dann. Naja. Bei einem der traditionellen Feste Alolas messen sich die Teilnehmer darin, ihre Sandan so weit wie möglich über Eisflächen gleiten zu lassen. Das ist auch eine sehr interessante Tradition. Aber wenn die Leute meinen, na gut. Okay. Dann würde ich aber erstmal sagen, Leute, was ist hier für diesen Part von Let's Play Pokémon Mond? Beim nächsten Mal wird es dann weitergehen mit, ja, eigentlich Route 15, weil ich ja da auch hin will. Aber andererseits würde ich auch noch gerne Route 14 erkunden. Mal kurz die Karte angucken. Weil da unten ist nämlich auch gar nicht mal mehr so viel tatsächlich. Und das könnte auch einfach eine Sackgasse sein, wo ich hier hingehe. Deswegen glaube ich sogar, dass ich beim nächsten Mal erstmal Lust habe. Sag ich mal, was ist eigentlich hier noch für ein Gebäude? Keine Ahnung. Dass ich beim nächsten Mal erstmal Lust habe, Route 14 zu erkunden. Und erst danach, wenn wir dann dort an eine Sackgasse eben hinkommen oder auch die fertig erkundet haben, kann ja auch sein, dass wir wirklich schon alles erkunden können. Keine Ahnung. Dass wir dann eben danach erst mit Route 15 weitermachen und hier an diesen Ort hingehen. Zum Etherhaus, offenbar, wo ich dann auch hin soll. Aber erstmal dann beim nächsten Mal wahrscheinlich Route 14, weil das ist halt ein Bonusweg und ich gehe immer Bonuswege lieber zuerst entlang. Deswegen machen wir das dann eben, glaube ich, so. Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Gut. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Okay, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.